Hallo und herzlich willkommen zu bei Zocker TV. Spiel, was ihr gerade im Moment im Hintergrund seht, ist Black Ops 2. Das ist das Paintball-Event vom Pancake-Soldaten, was auf Commanders Kriegers Channel kam. Das Video kommt ja, glaube ich, einen Tag danach. Und das ist eigentlich, das ist jetzt kein Zusammenschnitt, das ist ein komplettes Gameplay sogar. Also komplettes Match gegen Jims Truppe. Und ja, ich habe daran teilgenommen, also ne, Stefan hier, ne? Und ja, es war eigentlich recht witzig, weil ich habe diesen Spielmodus eigentlich gar nicht, noch nicht mal gekannt. Noch nicht mal irgendwie ausprobiert oder sonst irgendwas. Und also ich glaube, die meisten von uns zum Beispiel hatten keine Möglichkeiten. Es war, wie gesagt, sehr witzig und auch sehr anstrengend, muss ich sagen, weil man muss ja eigentlich jedes Mal den kompletten Kopf treffen. Und weil man hatte halt 200% Leben, schnelle Regeneration und nur Kopftreffer zählten. War schon recht anstrengend, muss man schon fast sagen. Und will das Video eigentlich auch noch nutzen, um ja mal wieder Leben auf den Channel hier ein bisschen einzubringen, weil ja, ich ein bisschen so eine kleine Flotte hatte oder auch Stress, wie man sagen könnte. Also von meiner Seite aus. Peter, müsste ich schon längst erwähnt haben bei den Battlefield-Folgen. Da Peter Führerschein macht und da auch sehr dann eingeschränkt überhaupt was zu machen. Was ich vollkommen verstehe. Juni wird das dann, müsste er dann fertig sein, Anfang Juni. Dann knallen wir richtig nochmal mehr, auf jeden Fall mehr raus. Also ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, dann bisher nur zu warten. Wie gesagt, ab und zu kommt hier noch was drauf. Ich denke mal, die Stimmen werde ich auch noch rausgemacht haben vom Video. Also ihr hört jetzt eigentlich nur meine Stimme. Seht dann im Hintergrund das ganze komplette Gameplay. Videos zum Beispiel zu dem Video von Commander Krieger, also was auf dem Channel drauf ist, komplett werde ich in die Beschreibung tun. Und ja, dann Rest muss ich jetzt irgendwie vollkriegen mit erzählen. Also ich erzähle mal, wie es eigentlich event geplant war. Weil wir hätten das eigentlich so gedacht, dass wir jeder in einer Gruppe sind, also A6 Teams, jeweils 4-5 Mitspieler ungefähr. Und dann aus den Teams der Beste jeweils rausgefischt wird. Also die zwei Besten sogar. Und ja, dann ja, kommen die dann jeweiligen besten, kommen dann die jeweiligen drei Teams. Dann die drei Teams müssen gegeneinander antreten, hat er irgendwie markiert gehabt. Und dann, ja, die besten drei aus den drei Teams dann wieder. Ja, die besten drei aus den drei Teams müsste eigentlich so gewesen sein. Und auf jeden Fall dann nachher gematcht. Dann ist es, ich glaube, wir waren sowieso zu wenig. Dann haben wir einfach beschlossen, dass wir jeweils pro Gruppe dieses die Matches machen und sozusagen voransteigen. Also ich war im Team mit Pancake Soldat gegen Jim, wie man hier glaube ich sieht. Und ja, es war halt wie gesagt sehr schwierig, immer jedes Mal den Kopf richtig zu treffen. Da bin ich schon manchmal eher einfach drauf zugelaufen und hab wie doof rumgesprayt. Entschuldigung. Ich musste gerade ausstoßen. Auf jeden Fall, ich glaube, das Video werde ich auch ein bisschen kürzer halten. Also das komplette Gameplay, ihr seht, denke ich mal nicht das Ende. Vielleicht kommt drauf an, wenn ich 8 Minuten vollkriege. Ja, und ja, wir waren eigentlich, also ich mit Pancake Soldat, wir waren zweiter Platz. Eine Gruppe, die, also ich kenne keinen von denen, hat gewonnen. Und ja, wie gesagt, das sonst die besten Beispiele von Pancake Soldat, fluchend oder spaßhabend, seht ihr, wie gesagt, in der Link in der Beschreibung. Und sagt mir mehr, wenn ihr vielleicht sogar mehr Spezielle sehen wollt. Also irgendwas Spezielles sehen wollt. Vielleicht können wir so ein Paintball-Turnier, ich und Peter vielleicht mal machen. Oder vielleicht, wenn wir mehr finden, die Lust drauf haben.
Also jetzt kommt ein komplettes Turnier, vielleicht ein paar Matches ab und zu mal, zwei, drei. Und ja, also mir hat das eigentlich recht viel Spaß gemacht. Wir haben auch zwischendrin, das Doofe, also muss man wirklich sagen, das Doofe eigentlich im Turnier ist, während die anderen Gruppen spielen gegeneinander und selber diese Gruppe selber nicht dran ist. Man hat halt so eine lange Wartezeit. Wir haben uns die ganze Zeit die Zeit vertrieben mit selber so ein Match machen und ja, probieren, probieren, geht über studieren, ne? Und ja, hatte die ganze Zeit. Ich glaube, das war. Wir haben um 7 Uhr angefangen, glaube ich, grob. Ich glaube, das war bis 22 Uhr. Ja. Und das war schon recht anstrengend, muss ich sagen. So lange wach zu bleiben, wie das überhaupt so durchzuhalten und zu warten die ganze Zeit. Weil zwischendrin hat er auch zum Beispiel, also Pancake gesagt, das Duell mit Jim vorgezogen, weil Jim auch weg musste. Und ja, also mehr kann ich da auch nicht mehr dazu sagen. So wie das Restliche sieht ja alles deine jeweiligen Videos. Ja, und wie gesagt, Juni geht es dann richtig ab wieder mit dem Kanal. Dann können wir alles wie geplant, Diablo, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags, Garry's Mod, montags und freitags. Komplett durch entweder Black Ops 2 oder wie gesagt ein anderer Shooter. Könnt ihr ja alles bei uns nachlesen. Und wenn irgendwas Spezial auftauchen sollte oder so, sagen wir euch auch auf jeden Fall Bescheid. Wenn ihr wollt, für Benachrichtigungen für die Facebook-Seite mal besuchen. Da machen wir jetzt nicht aktuell so viel, weil die einzigen, die also wir haben zwei Daumen hoch, also so zwei gefällt mir. Und die sind eigentlich ich und Peter selber. Von daher, wie gesagt, like die Facebook-Seite. Wir werden dann, wenn wir sehen, dass da überhaupt welche drauf kommen, regelmäßig posten, wegen neuen Video, vielleicht auch ein paar Vlogs. Vlogs hatte ich eigentlich schon vor zum 1. Mai, was mir nicht wirklich gelungen ist, weil mein kluger PC mein Handy nicht annimmt und das ist recht komisch, weiß ich nicht warum. Vielleicht wisst ihr mir Bescheid. Und sagt mir, wie die Stimmqualität im Moment ist, weil ja, mir wurde mal gesagt, die Stimmqualität ist etwas mies. Das könnte eigentlich besser. Und wie gesagt, lasst mir alles wissen. Und wie gesagt, wir melden uns im Juni wieder zurück. Das Match müsste so lange zu Ende sein. Also wir haben auf jeden Fall gewonnen. So viel ich weiß. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wie gesagt, ich lade auch ab und zu was hoch, wenn es gut läuft und so alles und wenn ich Lust habe. Alleine auf jeden Fall oder vielleicht sogar mit mir. Und bis dann. Tschüss und ciao.